Liebe Hornets-Fans, das ist Hornets aktuell. Wir haben eine Blowout-Niederlage wieder einkassiert gegen Sacramento Kings. Die waren bei uns zu Gast und haben sich mords gerächt. Ein geiles Spiel zum Anschauen. Domantas Sabonis ist ziemlich cool. Hat zwei, drei coole Poster gemacht in Nick Richards. Malik Monk, sein Dank hat gefehlt, aber ansonsten zwei, drei echt coole Korbleger gemacht und so. Interessant, Book Knight hat gespielt, irgendwie Malik Monk gegen Book Knight, das Traummatch. Ansonsten, waren die Kings konzentrierter und haben besser Dreier getroffen, würde ich sagen. Miles Bridges hat recht gut gespielt, aber wie immer halt, wie jeder Spiel halt, so nach der Halbzeit irgendwie ziehen die anderen davon und zum Schluss gab es dann noch schön Garbage Time. Ja, aber im Großen und Ganzen echt ein nices Spiel. Die Kings sind halt auch eine Mannschaft, wenn man jetzt an den Hornets verzweifeln würde, wo man sich anfreunden könnte, damit hier diese Slam Dunks von Sabonis irgendwie mit der linken Hand da rein, so in der Transition, das ist schon, kann man sich auch anschauen. Die haben, glaube ich, als Kommentatorin so eine Frau, die mich jetzt persönlich so ein bisschen nervt, aber allein wegen des Sabonis-Dunks könnte man sich das Spiel auch auf den Sacramento-California-Kommentar irgendwie anhören. Ja, mal in die Zahlen reinschauen. ...123-98, wobei halt echt sehr viel Garbage Time war, sowas, wo halt die ganzen G-Liga gespielt haben. Unglaublich. Domantas Sabonis 24 Punkte in 25 Minuten. Ja, so war's. Kevin Huerter hat sich in der ersten Minute verletzt. Vorher waren die komplett, aber eben, ich habe das erste Viertel, habe ich heute früh noch angeschaut, vor der Arbeit nach dem Wecker. Da hat die Sacramento-Kommentar, da hat er auch erzählt, wie arg, dass die Hornets doch gerade dezimiert sind. Von den Leuten her so, ja, also es wird auch gesehen, wenn einem das ein Trost ist. Hier Brandon Miller hat sich gezeigt mit 16 Punkte, 28 Minuten, 4 von 6 Dreiern. Und der ist tatsächlich der Hornet mit den meisten Minuten bisher. In den Para 30 Spielen sowas. Der verlässlichste, ich glaube, er war eben ein Spiel draußen. Haben wir letztes Mal gesagt, 34 Minuten für einen Miles Bridges mit 24 Punkte. Miles Bridges hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon ein so gutes Spiel gesehen habe von Miles Bridges. Und der Kommentar hat wieder erwähnt, dass der Miles Bridges eigentlich ein Rechtshänder ist, aber nachdem er 6 Jahre sich beim Basketball den Arm gebrochen hat und dann hat er halt nicht das abwarten können zum Heilen und hat halt mit links geworfen. Und jetzt wirft er seine Dreier mit links, aber die Fingerrolls macht er mit rechts und die Dunks kann er mit beiden. Und da hatten die auch so einen Typen im Publikum, so einen Rentner, der irgendwie alle Punkte von Miles Bridges analysiert, wo halt rauskommt, dass er gut trifft. Besonders rechts, mit der rechten Hand unterm Korb und was er so bevorzugt. Ja, das waren so die Kleinigkeiten, weil es halt wirklich ein Blowout war. Echt wirklich schlimm. Also Nick Richards, schön und gut, aber also erhöht seinen Trade-Wert, aber es gibt noch bessere Backup-Center. Mark Williams schaut auch schlecht aus. 9 Rebounds für Nick Richards in 26 Minuten. Und 8 Punkte. Dieser Backup von der G-League, der Mensa, der hat Eindruck gemacht, der war ganz gut. Mit 2 Punkte in 22 Minuten. Aber er ist ziemlich cool. Er hat 4 Rebounds geholt und einen Block hat er gemacht und nur einen Turnover, 4 Fouls und die waren bestimmt effektiv. Und er macht irgendwie so viele Stimmerfouls, wo er aufnimmt. Das ist ziemlich cool. Sie haben zeigt in der NBA, wer die meisten Stimmerfouls aufnimmt. Und da ist er Top 3 seit 1. Januar und Top 5 ist Mo Wagner. Weltmeister. Und ja, Mensa eben 23 Minuten, 22 Minuten ist echt viel. Ish Smith weniger in dem Spiel gesehen. JT Thor 0 von 2 von der 3, insgesamt 2 Punkte. Ah, Leaky Black haben sie sogar gespielt. Leaky Black saß in der Bank, die Verletzten mit LaMelo Ball und sowas. Und dann war Leaky Black und in der zweiten Reihe saß JT Thor. Und Leaky Black durfte dann auch mal wieder ran, hat aber keinen Punkt gemacht.
Ja, also ebenso schlecht war es, aber so lustig war es halt dann auch von dem, was wieder das Kommentatorenvolk da irgendwie berichtet hat. Juan Toscano Anderson hat man oft gesehen, der bei den Warriors in den letzten coolen Zeiten irgendwie ganz cool war. Und ansonsten haben die auch Spieler gespielt, die sonst halt wirklich auch gar nie spielen so. Na, einen hätten es noch, den haben es doch auch nicht gespielt. Naja. Und bei den Hornets Book Knight hat irgendwie zwei brutale Dreier reinlassen, so im Fadeaway mit Backboard und so. Echt cool, aber er hat auch gezeigt, warum er nicht spielt mit seinen defensiven Fehlern und sowas. Aber ja, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe und ich finde es immer cool, wenn der Eric Hollins Book Knight schreit. Aber eben, er hat auch einen krassen Airball mal von der Dreier geworfen oder es wirkte fast wie ein Airball. Ja. J. Cole war im Publikum gesessen, der ist ja ein Rapper dort, da aus der Gegend, aus der Stadt und der hat wohl angeblich, haben es verlauten lassen, mit dem einen von den zwei neuen Besitzer, dem Rick Schnall, hat er ein bisschen so 1 gegen 1 Basketball in der Halle gespielt. Das klingt eigentlich cool, wenn die Leute die Verantwortung haben, selber noch auch mal das Leder in der Hand haben und ein wenig da halt rummachen als Spaß und eine Freude. So, das wäre eigentlich der Traumgedanke. Nicht, dass die das jetzt bloß irgendwie 5 Jahre irgendwie übernehmen und irgendwie spekulieren und dann verkaufen sie es und Jordan wieder und er kassiert dann einen Titel mit den Hornets. Und nee, das ist schön, wenn die auch selber noch Spaß und eine Freude haben und J. Cole. Dann haben sie noch so einen Country-Sänger als Besitzer. Einmal saß der auch im Publikum, heute haben sie es nicht gesagt. Ansonsten sind im Publikum noch gesessen der Tony Dölk, wer den noch kennt. Ich glaube, der hatte die Doppel-Null. Ich kann mich vage an den erinnern. Den haben sie dann irgendwie in einer rosaroten Ecke gefunden mit Anton Jamieson, die sind da rumgesessen. Und bester sechster Mann der Liga ist eben Malik Monk, der schön aufgespielt hat als Kandidat oder Del Curry. Und so sind sie auf die gekommen. Leandro Barbosa, der war bester sechster Mann 2007, der saß auch im Publikum. Ja, und das ist eben so schön bei so Blowouts, dass sie sich dann so ein bisschen einfach halt gehen lassen und mal ein bisschen Atmosphäre auch aus der Halle und aus der Zeit so ein bisschen übertragen. Von dem her, wenn man die Hornets-Kommentatoren erwischt. Jo, ich hab mal. Ja, ich habe mal ein paar Notizen noch gemacht. Der JaVale McGee hat sogar zum Schluss gespielt und den habe ich mir irgendwie die Tage schon überlegt. Der war doch eigentlich perfekt für die Hornets. Der spielt bei denen auch überhaupt gar nicht. Aber der hat Champion-Erfahrung und der holt wenigstens Rebounds. Mensa mit seiner Stimme fast ganz cool. Aber man könnte danach, gerade jetzt wo PJ draußen ist, der ist jetzt immer noch draußen. Dieser Spieler hat sich kein Hornet verletzt, das muss man fast jubeln. Und der JaVale McGee, das wäre einer. Und jetzt hat er da irgendwie die letzten 9 Minuten, die letzten 8 Punkte von den Kings gemacht und hat da mal das Auftritt und hat da auch einen echt coolen Alley-oop reingehaut. Nee, der Alley-oop war von Juan Toscano Anderson, wenn ich meine Notizen entziffere. Juan Toscano Anderson, da gab es diese Warriors-Trikots mit Toscano 95. Ja, jetzt gibt es 95er Trikots bei den Kings. Die Kings sind halt echt auch schon, wenn man jetzt so die Hornets anschaut, sind die schon so irgendwie, wo man sagen könnte, die würde ich fast lieber anschauen. Mit Malik Monk, mit Domantas Sabonis und mit Juan Toscano Anderson und JaVale McGee, mein Gott. Das ist schon auch cool, wenn die so ausgraben. Und die waren ja letztes Jahr nicht mal so schlecht in den Playoffs. Vielleicht hätte man da auch mehr irgendwie. Ha. Könnte man länger Basketball schauen, also wie als Hornets-Fan. War wieder so eine Situation, wo er gesagt hat, ja, jetzt sind wieder so und so viele Knicks und so viel Smith und ein Nick-Smith auf dem Parkett. Und dann war die Situation, wo er gesagt hat, kein Smith, der für die Hornets spielt das Jahr, hat jemals einen Freiwurf verworfen. Und in dem Moment hat er einen Freiwurf verworfen. Das war ja wie vor 2, 3 Spielen auch schon mal sowas mit einem Gegner, wo er gesagt hat, der hat noch nie einen Freiwurf verworfen und dann hat er auch verworfen. Und das Geräusch, den Laut, den dann macht der Eric Collins, ich muss zurückspulen. Mit allen Pop-ups. Das ist schon geil. Das ist schon witzig, ja. Ja.
Ja, die Tatsache, dass Miller eben die Hornets in Minuten anführt dieses Jahr, hat Dale Carrick meint, das zeugt eben von dem Verletzungspech, also das eigentlich ein Armutszeugnis so, dass der Rookie die meisten Minuten bei uns macht die Saison. Ja, das ist blöd, dass sie sich also verletzen. Das stimmt. Ja, hier unser Nick Richards, ich hatte es gerade erwähnt, so überragend fand ich es jetzt nicht. Aber er spielt halt viel und von ihm meint der Trainer, er wäre der Spieler, der halt jetzt hat, in der Zeit, wo es so viele Verletzungen gibt, wo der halt am größten Fortschritt gemacht hat. Ja, zur Debatte stehen auch wenige außer jetzt Nick Smith. Es gab zwei, dreimal eine geile Kameraeinstellung von so über dem Zentralpunkt von der Mittellinie aus, dass du so halt linke Corner, rechte Corner und in der Mitte den Korb und wie sich halt so um die Dreierlinie, so als wie wenn du der Trailer hinterm Trailer wärst. Das war eine geile Kameraeinstellung, die hatte ich jetzt so eigentlich noch nicht wahrgenommen. Das war ziemlich cool. Es gibt auch so ein Computerspiel, wo diese Kameraeinstellung hat. Das ist schon geil, wenn du da so als höherer Betrachter irgendwie dann so siehst, wie der Point Guard in der Mitte und dann links und rechts und der Low Post und so, das war eine coole Kameraeinstellung, wollte ich betont haben. Die bitte beibehalten, wenn die Verantwortlichen das sich zu Herzen nehmen, die das anschauen. Enrique Iglesias und Ricky Martin kommen am 2. März nach Charlotte und den Malik Monk haben sie gemeint, eben das wäre jetzt der Spieler, der jetzt eigentlich der worden ist, wo wir immer gedacht hätten, dass er hätte werden können. Ich habe mir dieses Jahr schon ein, zwei Malik Monk Spiele angeschaut so und ein paar Dunk-Highlights halt irgendwie gesehen so von dem. Gerade die letzten 10 Tage hat er, glaube ich, zwei so Mörder-Tomahawk-Dunks mal gemacht so in den Medien. Sehr schön. Schon auch, aber die Nummer 0 kann mir nicht eine Nuller anziehen, das kann ich nicht. Das außer jetzt irgendwie Orlando Woolridge, aber das brauche ich nicht. Und den Malik Monk, den haben sie verglichen, die Hornets-Kommentatoren, die den ja lieben. Er hat ja 4 Jahre bei Hornets gespielt und jetzt ist quasi der Buckner das, was er auch war. Malik Monk hat ein paar so 25-Punkte-Spiele gemacht damals so, wo er echt durchgestartet ist. Und dann hat ihn der Trainer auf die Bank gesetzt und dann hat er irgendwie an Selbstbewusstsein verloren. Und das hat ihn irgendwie gebrochen und dann bei den Lakers hat er LeBron James und so, da kommt er sich cool vor für wenig Geld und jetzt mit Rick Fox in Sacramento, da geht's um nichts, aber ihr Spiel ist tatsächlich bester 6. Mann, sagen sie eben. Ja, geil anzuschauen. Und den haben sie verglichen mit Jamal Crawford und Lemon Pepper Lou Williams. Die spiele ich auch gerade bei NBA Playgrounds, wenn man den Account findet. Und dann gab es eben im Publikum, wo sie dann über die beste 6. Mann der Liga debattiert haben, gab es dann sogar einen älteren, grauhaarigen, schlanken Herrn mit einem Dale Carrick-Trikot, ein Lila. Der McGee ist im Guinness-Buch der Rekorde, weil er einmal einen Dunk geschafft hat mit 3 Bälle. Er hat links und rechts in die Hände jeweils einen Ball gehabt und dann einen Alley-oop von John Wall angenommen. Und er war mit Ramon Sessions im College. Da habe ich jahrelang mit mir gerungen, ob ich ein 7 Sessions Hornets Jersey brauche. Ramon Sessions bei den Bobcats und dann nochmal später eben bei den Hornets kurz. Aber 7 Sessions ist ein geiles Jersey, fand ich. Dann war da gerade auf Twitter noch was. LaMelo Ball bei der All-Star Wall ist jetzt Nummer 8 bei den Guards im Osten, wenn du einem wählen mag. Es sind 15, glaube ich, in jeder Himmelsrichtung, Westen und Osten. Und bei den Eastern Guards ist er auf Platz 8. Und vor ihm ist Derek White und nach ihm ist Jrue Holiday. Da würde ich aber schon behaupten, dass Jrue Holiday eher wie den All-Star-Spot verdient hat. Jrue Holiday ist der Champion-Maker. Letztes und dieses Jahr Tyrese Halliburton ist der Top Guard, dann Trae Young, Lillard, Mitchell.
Maxi, Brunson, White, LaMelo Ball und dann Jrue Holiday und dann DeMar DeRozan. Da würde ich den Jrue Holiday auf jeden Fall, würde ich einen All-Star-Start geben. Rufe ihn da doch an. Doncic, Tyrese Halliburton, LeBron und Giannis. Naja. Sie wollen ja dieses Jahr wieder Eastern Conference, Western Conference machen. Fand ich eigentlich halt gut, weil ja, obwohl man es nicht soll, kann man es dann ein bisschen vergleichen. Slam Dunk Contest wird es wieder geben und so. Mal schauen, 1 gegen 1 wäre halt echt geil, wenn es beim All-Star Game geben würde. Aber es hören noch zu wenige auf mich. Hier gibt es noch irgendwie Erwähnung, dass Steve Kerr, wenn das mit den Warriors auseinanderbröselt, der nächste Hornets-Coach werden könnte. Man wird sehen, was da die Zeit so bringt jetzt demnächst. Das nächste Monat könnte turbulent werden, bisle. Die Cavaliers haben Interesse an PJ Washington. Wen haben denn die Cavaliers? Haben die noch Jared Allen? Nee, ich weiß es nicht. Doch, könnte es sein. Ja, als nächstes geht's wohl nach San Antonio und dann sehen wir mal den Wembanyama. Ich sehe da als Highlight so ein Spiel von San Antonio war bisher irgendwie, ich habe es ein, zweimal versucht, ist gerocken garstig. Und ja, was wäre gewesen, wenn der Wembanyama bei den Hornets gewesen wäre? Gerade jetzt, wo Mark Williams so lang verletzt ist, das wäre schon witzig, aber wie die Würfel so fallen. So viel von hier. Ciao, for now. Go Hornets. Brumm, brumm, brumm.